48 Stunden sind vergangen, seitdem Edgar Anderson zuletzt gegen 8 Uhr morgens auf dem Weg zu seiner Schule gesehen wurde. Wir bitten die Bevölkerung, sich mit jeglichen Hinweisen umgehend bei der Polizei zu melden. Helfen Sie uns, ihn nach Hause zu bringen. Sie haben ihn alleine zur Schule gehen lassen. Ist das eine Entscheidung, die Sie bereuen? Erzähl mal, woran du arbeitest, Junge. Er heißt Eric. Vermisstenstelle, Detective LeDroit. Markieren Sie jede Tür, an der Sie geklopft haben. Jedes Areal, das durchsucht wurde. Mr. Anderson, eine Stellungnahme bitte. Die Presse dreht deswegen vollkommen durch. Haben Sie dann wenigstens eine Spur? Wir schließen vorerst nichts aus. In den Nachrichten sagen Sie, wenn er am Leben wäre, hätten Sie ihn schon gefunden. Vertrauen Sie mir. Was willst du mit seinen Zeichnungen? Ich arbeite an einer neuen Puppe. Wenn wir seine Puppe in die Show kriegen, vielleicht sieht er dann, wie sehr wir wollen, dass er heimkommt. Du verlierst den Verstand. Er ist das Monster, das sich jedes Kind herbeisehnt, wenn es verloren ist und gefunden werden will. Das ist Edgars Idee. Und ich will sie verwirklichen. Es ist oft sehr einsam in dieser Stadt. Es ist so dunkel unter der Erde. Du bist nicht allein, Eric. Der Junge ist bereits über eine Woche weg. Du darfst ihn nicht aufgeben. Eric wird mir helfen, Edgar zu finden. Oh, Vincent, Vincent, Vincent.